Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Ja, wir haben in der letzten Folge das, was ist das denn? Das Tagebuch von Yaro gesammelt und machen heute da weiter. Und müssen die andere Sachen noch einsammeln, Pentas Haus? Wieso nicht Hexas? War nicht gut? War nicht gut, okay. Ich merke schon. Was ist das denn? Einzel. Aha. Wir benötigen eine Holzverlagst. Okay. Dann können wir das Haus. Ich brauche einen Schlüssel. Schade, schade, schade. Ja, hier ist ja keiner, wo wir sonst rein können. Oder der irgendwie einen Schlüssel hätte oder so. Ja, okay, da hinten sind wieder ein paar Wölfe. Wenn ich mir das so angucke, könnte ich auch darüber hier hinlaufen. Ist das so richtig? Mit Jaros Jugendfreund Alfred, ja. Das ist richtig. Nicht das, was nämlich ist, wo ich dann zu unserem Jasper wieder zurück muss. So, stirb! Oder sterb? Ich weiß gar nicht, was der richtige ist. Ich stirb, ne? I-Deklination beim Imperativ. Na. Und tot! Noch mehr Lebensenergie. Ich sag ja, ich brauche. Deswegen skill ich heute die ganze Zeit nur Lebensenergie, weil ich brauche mehr. Ja, muss weniger Schaden einstecken können. Das wisst ihr bereits. Ach so. Ja, dann. Ist das ein Erz? Das ist ein Erz. Das ist sogar ein wertvolles Erz. So, Kundum-Erz eingesammelt. Das ist perfekt. Ach, ist das schön. An dieser Stelle könnte ich ja mal fragen, macht er lieber Urlaub am Strand oder in einer Stadt? Also ich mache zwar öfters Urlaub in einer Stadt, aber das ist auch meistens nur der Fall, weil Urlaub in der Stadt günstiger ist als am Strand. Glaube ich zumindest so zu behaupten. Lieber bin ich so derjenige, der am Strand irgendwie so schön entspannenden Urlaub macht. Mein Spiel ist abgestürzt. Ja. Ich kann ja noch weiterreden. Richtig. Der so schön am Strand Urlaub macht. Ich hab mal mit meinem Vater, weil ich auf Mallorca bin, mit meinem Vater in Mallorca, waren wir im Osten, keine Ahnung, wie das heißt, Cala Ratllada oder was das denn ist. Und da hatten wir halt auch so ein, ich war so derjenige, der hat eigentlich so knapp 8 Stunden am Tag auf der Liege am Pool gesessen. Und wenn wir nicht am Pool waren, waren wir am Strand und haben entspannt. Das war so ein richtiger Entspannungsurlaub. Finde ich eigentlich mal ganz gut, wenn man das so macht. Und dann deswegen finde ich all inclusive auch beim Urlaub fast unabdingbar. Also ich gehöre wirklich zu den Leuten. Wenn ich schon Urlaub mache, dann mindestens Vollpension eigentlich. Besser ist halt immer All-Inclusive. Weil ich kann ja das noch gar nicht verstehen, ne? Keine Ahnung, ich mache irgendwie, habe ich letztens mal angeguckt, wollte ich gucken, Urlaub in, war das irgendwo in Asien? Ich glaube bei Phuket oder irgendwie so.
Ich glaube, es war Phuket, irgendwo Thailand da. War halt ganz viele Hotels, ne? Kein Essen oder maximal Frühstück. Da denke ich mir. Hä? Soll ich da wirklich hier drei Mahlzeiten am Tag oder wenn ich mich ein bisschen. Ich sag mal, weniger großzügig fasse, zwei Mahlzeiten am Tag, ins Restaurant gehen? Punkt A, wird man dann natürlich pleite gehen, weil ein Restaurant ist ja dann doch schon ein bisschen teuer. Und Punkt B, ich weiß nicht, da. Ich kann es irgendwie nicht verstehen. So, wenn man so ein, zweimal in ein Restaurant geht, um irgendwie besseres Essen zu kriegen oder ein Erlebnis zu haben. Manche Restaurants sind ja halt wirklich so, ne? Hier in der Michelin Guide sagt ja, glaube ich, ab zwei Sternen, dass das eine Reise wert ist. Das kann ich verstehen, aber wenn ich dann so irgendwie zwei Wochen oder so Urlaub mache und dann jedes Mal. Was bist du eigentlich für ein Hase? Dass du da. Unter Wasser. Ja. Huch, wo laufe ich denn? Aua. Aua. Ja. So. Kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen All-Inclusive oder Vollpension. Am liebsten halt wirklich noch mit gutem Essen hier. Deswegen finde ich Kreuzfahrtschiffe so toll, so faszinierend. Oh. Da gibt es immer das beste Essen. Klar, weil die müssen denen natürlich was bieten. Die können ja nicht einfach weg und in der Restaurant. Es sei denn, du machst so Kreuzfahrten, wo du natürlich jeden Tag irgendwo anlegst. Das ist natürlich was anderes. Aber ich bin eh auch da wiederum derjenige, der dann sagt, zum Beispiel, lieber keine 7 Tage Transatlantik als 7 Tage Mittelmeer mit jeden Tag andocken. Und hallo Selbor. Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Hä? Madame. Ich kann nicht mit euch reden. Na gut. Schlüssel, Marex Hof. Ahoi. Ahoi, Brause oder was? Ahoi. Brause. Ja, es ist alles stehen, das ist natürlich nicht so nice. Oh. Das ist ein Buch. Der Fahrt, Buch 12, die Sommernacht. Das ist ein Band. Die Bänder will ich, wenn schon, dann fällt mir ein, ich könnte eigentlich 16 Stunden, wenn ich richtig rechne. Hier mal gerade schlafen, das ist ja nur eine perfekte Schlafgelegenheit. 16 Stunden war exakt richtig. Kostet nix und ist in einem Haus, wo ich entspannt schlafen kann. Schön. Ahoi. Ahoi. So. Hallo. Böser Hund. Okay. Was haben wir hier? Ein Rhinoceros. Alles klar. So ist das eben. Ja, ja, so ist das. Und hier ist anscheinend eine größere Stadt. Das erinnert mich gerade so von der Aufmachung her, wie wenn man in Wissen 1 Richtung Hafenstadt geht. Da ist so, sieht's aus, so Felder davor. Da sieht so ein bisschen so aus. Und was ist das denn? Hat das keine Hose an? Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Warum hast du keine Hose an? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also?
Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Und warum fragst du mich und nicht deinen, ich weiß nicht, deinen Vater, deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen, sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich, aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Frosch, ja, okay. Na schön, ich helfe dir. Zeig mir dieses Geheimnis. Oh, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Kein gutes Gefühl dabei. Ein Kind in Unterwäsche? Wer ist das? Hallo. Hallo. Okay. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. Das Kind lockt mich doch bestimmt zu irgendwelchen Banditen oder so. Das sieht hier schon so komisch aus. Oh. Sodala. Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Eine Büchse? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker meinst du? Schuldet dein Geld diesen Junker Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Ja, ich würde sagen, die Europolitik ist auch schon in Indra angekommen. Also Claude John Juncker? Ich weiß nicht, wie der zweite Name heißt. Claude Juncker ist auch schon in Enderal. Na gut, lass mich mal versuchen. Klar. Na wunderbar. Die verrostete Schulle ist, was? Die verrostete Schulle? Die Schulle ist verrostet. Mit einem Dietrich geht das nicht. Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile. Und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Du hast einen hohlen Körper. Und die alte Notiz lesen. Erhaben, stolz und voller Kraft, so weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserer Fahrt bis in den Tod. Und, hast du was? Sieht mir nach einer Art Gedicht aus. Ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Klar. Das im Gedicht beschriebenen Ort. Den im geschriebenen Ort finden. Jetzt wird das hier zu den drei Fragezeichen oder was ist los? Also zum Schreien. Komm. Oh. Zum Schreien soll der also. Na. Ark, Survival Evolved. Ich wusste, dass dieser Witz irgendwann kommen wird. Schweinchen.
sind sogar richtig gut animierte Schweine. Die gibt. Oh, ein Minischwein. Da kann man richtig schöne Schnitzel draus machen. Wer bist du? Hey, ihr da. Wollt ihr was wirklich Tolles wissen? Ha. Etwas Tolles wissen, was meinst du? Nein, was Tolles halt. Ein Geheimnis. Ich kenne eins. Und wenn ihr mir 30 Groschen gebt, dann sag ich's euch. Und warum sollte ich glauben, dass dein Kind mir etwas Interessantes zu erzählen hat? Na, weil ich es euch verspreche? Bitte. Von den Groschen kann mir Monsieur Gazidoma endlich so ein tolles Holzpferd schnitzen, wie das von Zen. Deine Holzpferd interessiert mich nicht, die Bohnen zielen. Na ja, gut. Hier sind 30 Groschen, jetzt erzähl. Erst das Geld. Oh, Wahnsinn. Das sind wirklich 30. Oh, ihr seid großartig, danke. Also, kennt ihr Monsieur Metunial, den, Gerber? Den am Marktplatz, meint ihr? Was ist mit ihm? Ich habe ihn vor ein paar Tagen mal in der Früh in seiner Wohnung hämmern hören und habe mich ans Fenster geschlichen, um zu sehen, was er da macht. Er hat ein Geheimversteck in seinem Haus und da drin war etwas, das richtig geglitzert hat. Ich glaube, man muss irgendwelche Hebel in seinem Haus richtig drehen, dann geht das Versteck auf. Wenn er nicht da ist, natürlich. So, ich muss dann mal weiter. Danke nochmal und schreitet wohl. Ich glaube, das könnte uns sogar wirklich nützen. Eine Eisbranke. Hallo. Eine Salzwurzel. Ah, wir konnten diesem kleinen Kind auch keinen Wunsch ausschlagen. So, was haben wir hier? Flussheim. Aus der Viele Sohns. Wie viele Sohns habt ihr denn? Hallo, Salpura Fiedersohn. Ja. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Vielleicht habe ich das. Ja. Aber warum fragt ihr nicht ein, euer 1000 Männer, Kohlemensch? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Hm. Ich könnte euch jetzt auf der Stelle töten, wenn ihr das wolltet. Aber zur Bestrafung bestelle ich euch wenigstens. So. Irgendwelche wertvollen Sachen drin? Hat diese wertvolle Sachen? Die Groschen dabei. Hm. Nein. 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 Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Es sei denn, man macht diese Taktik. Es funktioniert doch irgendwie. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich habe euch gerade euren Eisenvorrat bestohlen, also sagt nix. Ich würde sagen. Alles klar. Wir machen eine Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.